Willkommen zurück in der Galaxie WB01. Mein Name ist Urun und ich habe hier einen ganz, ganz netten Mitmoderator. Ja, servus, mein Name ist Skydiver. Wir kennen uns alle schon von den letzten drei Parts. Der gute Zagor lässt sich für heute entschuldigen. Also wir sind heute nur zu zweit. Ihr seht hier vor euch Stellaris, Kampf um die Galaxie, WB01 heißt hier unser Multiplayer-Event, das wir mit 30 Spielern gestartet haben. Von den 30 sind jetzt aber nur noch 29 übrig, denn der gute Grimm, der hat in einem frühzeitigen Krieg gegen Prius, wir sehen ja die Prius-Singularität in diesem Himmelblau, der hat den Grimm in einem Zweikampf besiegt. Ja, und deswegen sind es nur noch 29. Und momentan ist noch der Pausenmodus aktiviert. Ich zeig mal ganz kurz, hier war ehemals Grimms Imperium angesiedelt, was Prios dann sich unter den Nagel gerissen hat. Und etwas Zweites ist auch verschwunden beim letzten Mal, das war allerdings kein menschlicher Spieler. Hier, wenn wir mal nach Norden gucken, nach Sachaka, da dieser kleine Zipfel, den ich euch gerade zeige, das war mal die WB-Community mit den Einwohnern der Bulana. Stimmt, Tumlu Gaming hat es gewagt, diese zu unterjochen. Mit einer kleinen Hilfe von der Nordgalaktischen Allianz, die sich spät in diesen Krieg eingemischt hat, und da hatte die WB-Community keine Chance und wurde von Tumlu Gaming unterjocht. Ja, genau. Und obwohl wir heute leider ein höheres Wesen vermissen müssen, den lieben Zagor, der ja keine Verbindung zu dieser Existenzebene herstellen konnte, zumindest nicht für diese Zeitebene, vielleicht nächste Woche, werden wir das heute zu zweit machen. Ich würde mal ganz grob sagen, wenn irgendwas auffällt, wir machen einfach linke und rechte Seite. Ja, ich denke mal, jeder behält so den Überblick. Wenn ich was sehe, dann sage ich dir Bescheid, weil du hast die Kamera. Das heißt, bei mir sehen ja die Leute leider nicht, was ich sehe. Das ist richtig. Das kriege ich mir auch schon hin. Hat ja letztes Mal auch schon ganz gut geklappt. Das ist jetzt übrigens Part 4 hier. Von dieser Session wird es jetzt wahrscheinlich wohl nur zwei Parts geben, weil heute ist der 12.06., an dem wir das heute aufnehmen. Das heißt Europameisterschaft. Deutschland spielt heute gegen die Ukraine. Und ja, während wir das hier noch hier darüber quatschen, wisst ihr natürlich schon die Ergebnisse, die sich für Fußball interessieren, und wisst, ob ich heute Nacht gut schlafen kann oder eher nicht, weil ich bin Fußballfan. Aber das war am Rande, deswegen hören wir heute eine Stunde früher auf als sonst. Und jetzt hat das Spiel auch tatsächlich begonnen. Ich habe mal auf die einzelnen Sektoren mal so ein bisschen gehighlightet, damit man so ein bisschen sieht, was dort los ist. Insgesamt ist es schwer zu umreißen, was beim letzten Mal alles passiert ist. Aber wir haben inzwischen mehrere Bündnisse, die sich jetzt langsam formen, und man sieht ja auch schon, wie an manchen Stellen dann doch die Grenzverläufe eng werden. Oh ja, der Raum wird enger im Raum, der Raum in Raum. Und ich stelle hier gerade mal die Allianzen vor, die sich gegründet haben. Das sind einmal Wiesel und Wuselige Freunde Pakt. Sind zu finden. Warte mal, kann man das hier irgendwie... Das müsste hier im Süden sein, Vereinigung der wilden Wiesel und so. Kamera, genau, das ist im Süden, praktisch der große Orangenteil. Das ist die Vereinigung der wilden Wiesel. Das ist, denke ich mal, der Anführer. Ein Anführer gibt es ja in einem Bündnis nicht, aber... Name schon so heißt, wird das, denke ich mal, einer der Gründer oder Mitgründer sein. Dann springen wir ganz hoch in den Norden, die Nordgalaktische Allianz. Da sind sie. Ich klicke immer auf den ersten drauf, der Fungi Cooperative in dunkelblau. Die hat sich übrigens mit eingemischt in den Krieg gegen die Writing Bull Community. Als nächstes haben wir die Nordwestvereinigung. Das finden, ich nehme an, irgendwo im Nordwesten. Ja, das ist eigentlich der direkte Nachbar von der Nordgalaktischen Allianz. Da könnte es eventuell mal krachen. Wir wissen ja alle, wie das funktioniert. Wenn zwei Gewitterzellen aufeinandertreffen, dann gibt es Halligalli. Ja, das sind sogar fünf Leute. Eins, zwei, drei, genau, die sind zu fünft. Das heißt, die könnten schon eine Föderation gründen, wenn die wollten.
Weiter geht es mit nur drei Teilnehmern in der Heilige Galaktische Allianz. Ich muss dich korrigieren, inzwischen sogar nur noch zwei. Huch, das muss aber eben gerade passiert sein. Das ist gerade passiert. Das neue Apexis-Reich und Yoyota sind jetzt allein. Ah ja. Okay, genau, die sind auch im Süd-Südwest, wenn wir jetzt bei den Himmelsrichtungen bleiben. Der große lilane Fleck. Und weiter geht es mit den Goldkompakt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Mitglieder. Das ist so, das müsste im Osten sein. Ja, das sind die genau, butterweichen Blumenkinder, aber das sind auch im Süden hier in Grün und in Blau, das Reich der Giska und das Great Valley Swarm. Also das ist eine Allianz, die sehr ein wenig zerlegt ist, mit zwei, drei Mitgliedern da im Osten und zwei da unten im Süden. Eher so pazifistisch angelehnt. Zwei Leute spielen fanatisch pazifistisch. Einmal eine Sternallianz der Fox und die butterweichen Blumenkinder selbst. Also das ist, in diesem Spiel finde ich, ist es generell eher schwierig, ohne Kriegsakt hier voranzukommen, gerade im Mid- oder Late-Game. Mal gespannt, wie die reagieren. Und als letztes haben wir die Allianz, die grauen Eminenzen. Die sind eigentlich ganz einfach. Das ist hier im Osten einmal Stellarium Terranautica und die Holy John Order. Und hier oben, neben unserem lieben General, der die Terranische Union hier hat, die Taranische Union, die Kinder der Yaki. Ah ja, tatsächlich. Also auch weit versprengt. Außerdem haben wir natürlich hier direkt am Kern noch ein gefallenes Reich, die Tilinisi Unity. Und hier drüben im Osten bzw. Nordosten einmal die Tabaran Guardians und die Kartaknur Suggessor State. Wer war nochmal die Aggressiven? Da müsst ihr jetzt gerade mal nachgucken. Moment. Reich, andere, Primitive, weg, Gefallene. Die hier in der Mitte, die Tylenesi, sind heilige Wächter. Das heißt, da sollte man sich vor den Welten um sie herum in Acht nehmen. Wenn man die besiedelt, könnten sie etwas stinkig werden. Mhm. Dann die hier strikt im Osten, die Terbran Guardians, sind Beobachter, also Xenophile, die zugucken und wenn du dich ein bisschen mies verhältst, eingreifen. Und die wirklich Gefährlichen sind die Kartaknur Suggessor State, weil das sind militante Isolationisten, also Xenophobe. Wenn du denen zu nahe kommst, werden sie sehr, sehr böse. Das heißt also, die Prio-Singularität dürfte sich nicht noch weiter in den Osten wagen, weil sonst könnte es kritisch werden. Genauso wie auch südöstlich von den Gefallenen Reich, das Venatorische Kollektiv. Genau, also im Moment ist das Venatorische Kollektiv, die Prio-Singularität und die Scarabaisens gefährdet hier an den Tylenesi. Bei den Tebran Guardians haben sie noch Glück, weil da gilt einfach, tut ihr uns nichts, tun wir euch nichts, es sei denn, ihr tut anderen Völkern Böses. Mhm. Das heißt, da wird auch Stellarium oder Holy John Order oder das Terranische Imperium kein Problem haben. Die können sich bis zu ihren Grenzen verbreitern. Die müssen nur halt nett mit anderen Völkern umgehen. Na gut, das sind ja eher unsere Pazifisten-Ecke, also ich glaube, das dürfte schon gut gehen. Die haben sich das richtige gefallene Reich im Rücken gesucht. Und alles geplant. Die Kartaknur sind eigentlich, wenn nur, für General oder für die Kinder der Yaki oder eventuell noch, wenn er sich sehr weit ausbreitet hier, für Dertu gefährlich. Und den erwähne ich auch nur deswegen, weil er hier eine Sache hat, die relativ nah bei ihnen liegt noch. Weil das ist alles noch relativ ungefährlich. Also es sieht nicht danach aus, als ob wir bald einen Krieg mit einer gefallenen Herrschaft erwarten müssten. Mhm. Aber generell, wenn du mal so ein bisschen auf die Karte guckst, ich kann es nicht immer beschwören, weil ich nicht alles im Kopf habe, aber wenn ich mir so angucke, die Ausbreitung hier wird stärker. Also hier der Vertreter von den Wilden Wieseln, wir haben heute einen Ersatzspieler dafür, der legt direkt vor. Also der pflegt das gut, was er hier hat. Und
umarmt seine östlichen Nachbarn sehr zärtlich. Was natürlich auch noch auffällt, ist nach dem letzten Mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ganz am Ende schon der Fall war, aber Kadros, den wir hier unten haben, das ist nicht sein Heimatsystem, das wir hier sehen, ganz unten im Süden. Mhm. Die Systeme, die er noch hat, die zwei hier, das sind Kolonien von ihm, denn seine ursprünglichen Systeme waren hier in einem Außenarm des Venatori-Kollektivs. Das hat nämlich zusammen mit seinen Verbündeten ihn erobert. Stimmt, ja. Der arme Kerl, der musste zurückweichen. Mhm. Mal gespannt, wie es da weitergeht. Wie er mit dem fanatischen Kollektiv eventuell den Gegenschlag plant. Mal gespannt. Die gute Frage, ja. Generell muss man ja auch feststellen, also wir hatten ja beim letzten Mal dann einige Cluster, die sieht man ja auch immer noch, dass die da noch sind. Dieser Cluster. Diese zwei Cluster waren ursprünglich mal getrennt. Das ist heute relativ nah beieinander, hier oben im Norden. Aber generell breiten sich jetzt halt alle auch in andere Richtungen aus, sodass dann wirklich auch Kontakt zwischen Leuten zustande kommt, die vorher sehr weit voneinander entfernt waren. Hm. Ich sehe allerdings bis jetzt noch keine direkten aggressiven Auseinandersetzungen. Ich denke mal, das ist das berühmte Abtasten. Erstmal die Allianzen, wir haben jetzt hier im Teamspeak extra Channel für die Allianzmitglieder eingeräumt. Das heißt, jede Allianz kann jetzt ohne fremde Ohren planen, Intrigen aushacken. Mal gespannt, was dabei rauskommt. Die einzigen, die eigentlich in der Allianz nicht drin sind, ist einmal Prius, der heute nicht da ist. Dann haben wir unten links den Player 4595 und General Feierabend, weil die zwei sehe ich gerade in unserem Teamspeak-Channel im Allgemeinen. Also die beiden, die am weitesten auseinander sind, könnten sich nur nicht mal, auch wenn sie wollten, an die Allianz begeben. Ja, das schon, aber es hätte keinen Nutzen. Das ist richtig, das ist richtig. Ich gucke mich hier die ganze Zeit um. Also es ist auf jeden Fall noch passiert nichts wirklich Ungewöhnliches. Was ich halt teilweise etwas interessant finde, sind wirklich der Drang. Am Anfang haben sie sich alle innerhalb ihrer eigenen Bereiche relativ gut ausgebreitet. Jetzt erlebt man viel öfter einzelne Kolonien, die etwas weiter weg liegen. Mhm. Und was ganz zu Beginn, das war aber in der letzten Sitzung auch schon so recht interessant, das ist hier diese Konstellation im Norden, wenn du mal bei Sachaka und dem Konklave der Septen nachguckst. Mhm. Übrigens, Gruß an Bolli. Ich erkenne die Anspielung. Ich sage nur, Warhammer 40k, die Tau, wird vielleicht jemandem was sagen, der sich mit dem Universum auskennt. Aber diese Konstellation hier mit der einen Welt, die mitten im Konklave sitzt von den Fungi, dann hier dieses Gestreifte, was übrigens sich recht leicht erklären lässt. Das Gestreifte ist nämlich eine aufgestiegene Zivilisation, die Apathy Unified Systems, also eine KI, die hier nach dem Staat entstanden ist und sich als, ich nehme mal an, Vasall der Septen etabliert. Ist das schon so? Ja. Offiziell? Ich kann es mal gerade nachprüfen. Ich kann ja mal gerade nachprüfen. Moment. Gefallene Reiche. Reiche. Wie habe ich gesagt, heißen die Freunde? Jetzt bin ich da auch. Moment, ich gehe wieder zurück. Also einmal die Konklave der Septen sind hier drin. Japati Unified Systems. Genau, Japati Unified Systems. Ja. So, das heißt, die Japati sind hier, ganz oben. Der ist andersherum sortiert. Die Japati Unified Systems sind Rivalen des Konklaves. Das heißt, die sind keine Vasallen scheinbar. Das heißt, die teilen sich nur dieses Sonnensystem, dieses Sternsystem. Das heißt, im Endeffekt sind die hier entstanden unter der Fuchtel der Konklave, aber er hat sie nicht geupliftet, sondern sie sind tatsächlich entstanden ohne sein Zutun. Und er hält sie hier wahrscheinlich so ein bisschen in Schach mit seinem Außenposten. Denn er hat hier keine Kolonie, er hat hier nur einen Außenposten und sie haben hier ihren einzigen, bisher einzigen Planeten. Er hält sie hier klein. Wann es da kracht. Also F. Bolli, wenn ich er wäre, dann würde ich da schon dafür sorgen, dass dieses System, dass ich der alleinige Herrscher dieses Systems wäre. Ich nehme mal an, das Problem ist, dass F. Bolli mit seinem Konklave der Septen eine xenophile Einstellung hat, die es ihm vermutlich verbietet, sie einfach zu beseitigen.
Er hat allerdings eine Botschaft bei ihnen. Also er versucht, diese rivalisierende Lage zu bessern. Okay, Best-Friend-Modus. Also das natürlich ist auch eine Taktik. Ganz interessant, was hier was für Situationen auch auftreten können in diesem Spiel. Man besiedelt einen Raum der Galaxie und plötzlich kommt da eine von allein entstandene KI rein und man muss mit der händeln. Ich sehe hier gerade zufällig ein Kolonieschiff. Wo? Und zwar in dem System Alpha Hard, das ist im Nordosten. Nordosten. Zwischen der Terranischen Union und den Kinder der Yiki, wenn man die so ausspricht. Ja, zwischen den beiden Kolonien. Da fliegt gerade ein Kolonieschiff auf dem Planeten Alpha Art 2 oder 2A auf den Mond zu. Wir gucken mal die Welten an. Alpha Art hier. Ich glaube, ich hab's sogar. Ah ja, hier, ich sehe es. Kolonieschiff der Kinder der Yiki in Alpha Art. Das sind die besiedeln tropische Planeten. Und in dem System gibt es, Überraschung, kontinentale Welten. Ja gut, die sind ja nicht so weit auseinander. Ich glaube, nur eins daneben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich sehe es auch gerade. Er kolonisiert hier Alpha 2. Und das ist ein richtig geiler Planet, wenn ich das mal so sagen darf hier. Also ich zeige Ihnen mal den Zuschauern. Guckt euch das mal an. Maximale Anzahl Felder. Alle Felder, die selbst teilweise die geblockten, jetzt hat das übrigens wirklich kolonisiert, jetzt hat er seine Schiffsunterkunft hier. Selbst die geblockten Felder, sehr viele davon haben von Natur aus irgendeine Ressource. Sieht echt nicht schlecht aus. Das Einzige, was auf diesem Planeten gar nicht von Natur aus vorhanden sind, ist irgendeine Forschung. Stimmt, überhaupt gar keine. Das ist allerdings, wie ich festgestellt habe, gar nicht so ungewöhnlich. Und ist oft der Fall. Okay, das habe ich so noch gar nicht beobachten können. Aber okay, dann ist das halt ein reiner Bergbauplanet mit ein bisschen Energie. Gerade mal 4 an der Zahl. Also ist alles gut da. Also, und ja, es ist halt einfach vom Startplaneten, vom Heimatplaneten ist man das gewöhnt, dass der 3 Forschungsfelder hat, die ja zu Beginn noch blockiert sind. Aber das ist keineswegs die Regel. Also tatsächlich haben die meisten Planeten Forschung. Also, dass ein 25er Planet gar keine Forschung hat, ist an und für sich schon ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Aber gut, dann kann man sich zumindest spezialisieren. Ja, ja, und ich muss auch sagen, Forschung ist auch mehr so eine Sache, die man auch sehr stark an den Stationen betreibt und die man dann ja auch durch den Bau von Forschungseinrichtungen auf den Feldern, wo zum Beispiel nichts ist, von denen er auch ein paar hat, auch forcieren kann. Also, das geht alles. Das heißt, Kanko kolonisiert jetzt hier Alphard oder Alphard, oder wie man das auch ausspricht. Das heißt, General Feierabend steht unter Druck. Er wird hier quasi umzingelt. Ja, er hat hier dazwischen, hat er nur Akama, und das ist ein Außenposten, nicht mal eine Kolonie. Ach, guck mal auf Omagus, links von Akama. Da hat General Feierabend scheinbar auch eben einen Planeten, ist am Kolonisieren. Weil das Fleckchen wächst. Oh, das ist ein Wüstenplanet. Der ist aber auch nicht so schlecht. Also hat in Anführungszeichen nur... Moment, jetzt muss ich gerade selber gucken. 16 Felder sind das. Nur 16 Felder, aber das ist auch okay. Und viel Mineralien. Ich würde meinen, die ist sehr mineralienreich, hat immer noch Energie, hat auch ein bisschen, hier einmal in der Mitte ein bisschen Nahrung und hat auch ein bisschen Forschung. Also ist alles ein bisschen da. Kein schlechter Planet, definitiv. Ich glaube, die Nahrung ist entstanden durch seine Schiffsunterkunft. Ich glaube, die generiert zwar Nahrung. Das heißt, eigentlich ist es ein toter Planet. Es wird sehr, sehr schwierig, dort zu kolonisieren. Ja, was heißt toter Planet? Also es gibt ja echte tote Planeten in diesem Spiel. Ja. Dagegen ist eine Wüstenwelt nichts, ne? Natürlich, klar. Also man ist bewohnbar, allerdings mit Maisanbau wird es etwas schwierig. Es hat keine Nahrungsfelder, genau. Man könnte gleichsetzen mit unserem Mars. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Was seid ihr denn, Freunde? Oh, ich sehe 2 Kolonieschiffe. Ich wollte gerade meinen, das sind das sind Transportflotten, sehe ich. Also ich weiß nicht, wo du gerade bist. Baneful. Bei Baneful.
Moment, das genau. Ist wo? Wer ist der das? Der ist, beziehungsweise F-Bolli, das ist genau im Norden, in dem Sektor Takaram. Das ist praktisch im Südosten von der Konklave der Septen. Da sind eben gerade zwei Kolonieschiffe reingehüpft. Oh Gott, du beschreibst das auf eine Art und Weise, dass ich es überhaupt nicht finden kann. Okay, die Kolonieschiffe reisen weiter. Sag mir die Uhrzeit und Uhrzeit, innerer, äußerer, mittlerer Ring. 1 Uhr, mittlerer Ring, fliegen jetzt in Saraka hinein. Oder an den Rand von Saraka. Jetzt wird es schon intelligenter. Da sind sie gerade in Erasmadon angekommen. Praktisch unten links von Tumno Gamings Reich. Erasmadon. Also nicht im Reich, sondern links von, also links unten, außerhalb von seinem Reich. Beobachte die mal weiter. Kann sein, dass die auch weiterspringen? Nein, die bleiben in diesem Sektor. Ich finde hier auch ehrlich gesagt gerade keine fremden Schiffe. Also es sind alles Schiffe, die hier hingehören. Wo kann ich das denn sehen? Von wem? Ich bin etwas verwirrt, aber egal. Vom Fungi Cooperative ist dieses Kolonieschiff. Oder sind... Wie gesagt, also ich muss leider sagen, dass ich jetzt überhaupt nicht weiß, was du meinst. Schade, dass ich nicht anpingen kann. Aber hier. Das ist schwierig, das ist halt so. Da ist auch, wo du dich gut orientieren kannst, auch eine Wurmlochstation links von Tumno Gaming. Achso. In Esmeralda. Gott, Herr im Himmel. Ich denke die ganze Zeit, du meinst wirklich den äußersten Norden. Nein, ein mittlerer Ring. Mittlerer Ring. Jetzt bin ich ja immer noch. Oh, Moment, Erasmadon. Genau. Und da ist die Ach, da. Herr im Himmel, aber das ist halt der Punkt, ne? Wenn man so eine riesige Karte hat und das stimmt. Man die Schiffe auch nicht, also wenn die Schiffe gerade im Flug sind, dann kann man ihre Buttons erkennen, aber so nicht. Also Erasmadon, okay, ich sehe schon. Also ein Kolonieschiff der genau. Fungi Cooperative. Erasmadon ja, gut, 4. Die sind ja nur hier drüben. Also die Fungi Cooperative gehört ja durchaus hier hin. Sich ausgerechnet da eingesetzt. Das ist ja ein einziger Verbund. Das heißt, dass die sich da gegenseitig ihre Welten geben, ist schon, glaube ich, ganz okay. Nordgalaktische Allianz, genau. Also das wird, denke ich mal, kein Problem sein. Tumno Gaming wird wahrscheinlich, wenn ich mir das so ansehe, er hat eh diese drei Sternsysteme nicht in sein Reich integriert. Also ihm wird da jetzt nichts weggenommen. Ja, er kann es wahrscheinlich auch nicht. Das ist das Nebending einfach. Jetzt ist interessant, das Kolonieschiff hält an. Mhm. Und nichts. Ich bin auch gerade etwas verwirrt. Also. Weil Kolonieschiffe, das ist so, wenn man eins hat, dann kostet das unglaublich viel Energie, um das zu bewirtschaften. Das heißt, man sollte schnellstmöglich zusehen, dass das zu seinem Zielort kommt und kolonisiert. Weil, ich sehe es auch ganz gut. Also er wartet hier wirklich knapp außerhalb der tropischen Welt und könnte da rein. Vielleicht sucht er den Türklingelknopf. Das ist auch keine schlechte Welt. Also, darf ich rein? Also den Eindruck macht es, ne? Vielleicht hat der Spieler auch einfach für einen Moment tatsächlich sein Schiff vergessen. Ja gut, aber warum klicke ich dann als Zielpunkt außerhalb vom Planeten und nicht direkt auf den Planeten drauf und sage kolonisieren? Ja, vor allem wenn es in dem System... Okay, es gibt zugegeben zwei Planeten im System, aber einer ist Arid, also... Oder er ist gerade mit Tumlo im Gespräch und die verhandeln jetzt drüber, weil Tumlo vielleicht diesen Planeten haben wollte. Das ist aber fast schon unklug, ein Kolonieschiff loszuschicken, ehe man verhandelt hat, dass man den Planeten auch haben darf. Ja, du weißt, Kommunikation ist nicht jedermanns Stärke. Ne? Wir haben es bei Grimm gesehen. Ja, wobei man da wirklich fast schon sagen muss, da war eher die Schwäche auf Prios Seite, weil Grimm hat ihm nichts gewollt und Prios hat die Dinge, die Grimm gemacht hat, als Aggression gewertet. Also, naja. Kommunikation ist in diesem Spiel eben wichtig, ne? Deswegen haben wir ja auch die Allianz-Channels gebildet, damit die Allianzen wirklich offen miteinander reden können, ohne Angst zu haben, dass andere ihnen zuhören. Ja. So, dann gucken wir doch mal, ob irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist. Ja, ich gucke auch die ganze Zeit. Bei Reiche. Ich überlege gerade mal einen Moment. Ich glaube, ich werde mal Zivilschiffe ausblenden lassen. Also wirklich, wir haben hier. Wichtig sind Planeten, Militärflotten, Armeen. Zivilschiffe, Beobachtung, deaktivierte Warnmeldung.
Funktionen unter Sektoren. So, ich habe das mal umsortiert alles. So, jetzt müsste ich einen besseren Fokus haben. Na gut, aber es sieht im Moment nicht so aus, als ob irgendeiner starke militärische Aktivitäten außerhalb seines Systems fährt. Also die Kinder haben hier was, was unterwegs ist, etwa 480er. Das ist aber in der Nähe ihrer Systeme. Wir haben insgesamt 10 Kriegsbeteiligte. Insbesondere Prius Singularität, die ja von der KI übernommen wird. Ich nutze das hier jemand aus. Es ist nur, ist halt auf der Karte schwierig anzuzeigen. Also die Überblick ist einfach da ein bisschen schlecht. Also ich habe jetzt einfach mal den Diplomatieüberblick aufgerufen und guck einfach mal. Also wir haben mehrere laufende Kriege. Die Nordwestvereinigung ist mit der Nordgalaktischen Allianz zum Beispiel im Krieg. Genau. Ne, das ist jetzt so. Also der im Moment große Krieg. Das sieht man ja auch hier an den Symbolen, wenn ich das ganz schnell mal zeigen darf. Der große Krieg ist im Moment der, der zwischen der Nordwest- und der Nordgalaktischen Allianz tobt. Wobei da schon immer auch Leute mit einbezogen sind, die teilweise dann woanders leben. Also beispielsweise bei die Nordwestvereinigung ist zum Beispiel auch mit Prios in Konflikt. Hm. Wahrscheinlich wollen die sich, die wollen wahrscheinlich expandieren. Wirklich interessant ist allerdings, fällt mir gerade auf, dass uns bis jetzt entgangen ist, dass das Iteri Dominion, also Kadros, ein Vasall ist inzwischen. Oh, warte mal, die waren hier im Süden, da ist er. Er ist ein Vasall, tatsächlich. Ja. Iteri Dominion ist Vasall von dem sogenannten venatorischen Kollektiv. Darauf. Also die haben die sie ersten... auch erobert haben. Und dann wird nämlich auch klar, warum er den da unten lässt, weil er sich denkt, naja, ich habe ihn ja mit dem Ziel, einen Vasall zu haben, erobert. Und jetzt hat er den Vasall und hat quasi auf der anderen Seite der QA-Hierarchie einen, der ihm dienen muss. Stimmt, der 23. Also wir haben der tatsächlich Overlord. Also auch einen Spieler, der ganz... Ja, was heißt bewusst, damit lebt, dass er Vasall ist. Wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass vielleicht die QA-Hierarchie oder vielleicht auch hier drüben die grauen Eminenzen, also Jojota und das Apexis-Reich, ihm vielleicht... Ja. Nee, die Heilige Galaktische Allianz, ich korrigiere mich nicht, die grauen Eminenzen. War er da nicht Mitglied? Der Kadox war doch Mitglied in der Heiligen Allianz, ne? Ja, bis zu seiner Vasallisierung, denke ich mir. Das heißt, man fliegt automatisch aus der Allianz raus, sobald man ein Vasall wird. Das ist logisch. Das ergibt also nicht Sinn, weil Vasall ist ja eine stärkere Verpflichtung als ein Bündnis. Ja, ja. Und die Venatori sind ja Bündnis, Wiesel und wuselige Freunde-Pakt, ne? Das heißt, im Grunde zählen wir Kadros dazu. Ich hab's heute mit der Aussprache. Hm. Das wird interessant. Entweder er ist jetzt loyal zu seinem Overlord mit der Zeit. Oder er plant mit der Jojota und der Heiligen Galaktischen Allianz seine eigene Befreiung. Beides ist durchaus denkbar. Ich bin mal echt gespannt. Also wenn ich mir das hier so angucke, also wir erleben natürlich immer noch Verbreitung. Also wer genau darauf achtet, merkt natürlich, wie sich hier neue Kolonien bilden, die Leute sich weiter ausbreiten. Aber es passiert im Moment nichts, was... ja, irgendwie kriegerisch oder so wäre. Also es herrscht schon Krieg. Aber das sind eher kalte Kriege. Ja, genau. Also Kriege, die theoretisch herrschen, aber wo keiner aktiv handelt. Ich finde nur, dass das müsste auf der Map besser angezeigt werden. Also wie bei Europa Universalis, dass du auf eine Diplomatiekarte klickst und dann siehst du, wenn du auf ein Reich klickst, mit wem ist er im Krieg, mit wem ist er verbündet. So optisch. Hier muss man immer unter Reiche gucken, diese Schwertsymbole, dann gucken, mit wem ist er im Krieg und die dann suchen und das ist so ein kleines bisschen, für mich ein bisschen umständlich, vielleicht bin ich auch einfach zu faul, zu verwöhnt. Aber im Grunde, ja, weiß man so, im Norden sind kriegerische Aktionen möglich, aber ich sehe auch keine, zumindest sehe ich hier keine Truppenbewegung auf der großen Karte. Schick mich mal hier durch die Systeme. Ich habe hier in der Gakuma-Koalition
die ja verbündet sind mit mehreren anderen Reichen, habe ich hier eine Flotte von 1,2000 Stärke, also 1200 Stärke, von den Fungi, also von The Fungi Cooperative. Also ah, ja. Teilweise können die hier schon recht große Flotten ausheben. Gut, wenn die sich zusammentun und dann einen Schlag machen. Ein konzentrierter Schlag auf ein Ziel, ja, das wird interessant. Sie haben ja auch teilweise schon, also man merkt halt, wie sie hier auch langsam zusammenrücken. Also Systeme, in denen zwei oder mehr Reiche aktiv sind, weil sie dort Stationen oder Kolonien haben, sind echt keine Seltenheit mehr. Ich habe gerade die Flotte wieder aufgestöbert. Das sind aber alles Schiffe ein und desselben Volks, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, hier hat ein Einzelner eine riesige Flotte ausgehoben. Wo ist das genau? Das ist im Moment, Moment. Die Liste ist halt ellenlang. Das sind 55 Schiffe. Ich guck gerade mal, das ist Eternal Horizon. Genau zwischen Divine Kyrillium, Gakuma und Fungi Cooperative. Ist ein schwarzes Loch. Da fliegen sie gerade weg. Fliegen jetzt auf Teersam zu. Siehst du sie? Nein. Sag mal Uhrzeit und... Okay, stimmt, Uhrzeit. Da. Also das müsste sein 10 oder 11. Und aha, jetzt schon ziemlich nah am Rand. Also am Äußeren oder im Inneren? Ach, da, Hamkat, ne? Ja, ja. Also okay, Teersam heißt das System, in dem sie gerade sitzen. Ach, Teersam, Moment. Dann habe ich hier eine andere Flotte. Ist auch noch ein Forschungsschiff. Ach, hier, Teersam, hier. Da habe ich's. Das ist eine 1229 starke. Oh ja. 55 Schiffe, also was auch immer die da zusammengekratzt haben, es ist heftig. Und diese Tatsache bedeutet, also wenn die in den Krieg ziehen würden, könnten sie wahrscheinlich eine ganze Menge machen. Ja. Und wenn man mal, ich folge der Flotte gerade mal so ein bisschen, sie zackelt hier so ein bisschen vor sich hin. Ich zeige mal den Zuschauern im System, wie das aussieht, wenn so eine große Flotte in einem System eintrifft. Da sieht man es. Eine große V-Formation, 55 Schiffe. Alles Korvetten und auch anscheinend alle derselben Bauart. Korvetten sind die kleinste, ist das kleinste Schifftyp, den es gibt. Aber natürlich so Ameisen-Taktik. Du hast viele kleine Zusammenrotten, ist das wie als wenn du ein großes Schlachtschiff hast. Richtig. Und ich sehe auch, worauf sie es abgesehen haben, nämlich im selben System behaken gerade Piraten eine Station. Und die haben es, glaube ich, abgesehen. Ich glaube aber, die Militärstation ist Geschichte, wird es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Ach, das ist eine Bergbaustation, keine Militärstation. An eine Bergbaustation, okay. Erkennbar an dem Symbol mit der Hake und der Stimmt. Schaufel. Ich habe nur Militärmacht gesehen, aber das hat ja jede Station. Genau. So, und jetzt. Oh, die Piraten, guck dir das an, die Piraten stürzen sich auf die Übermacht. Ja. Haben die wahrscheinlich viel Siegchancen ausgerechnet? Ich halt einfach mal drauf und bin mal gespannt. Also man sieht schon, wie das Laserfeuer jetzt auf die Piraten gedrosselt und jetzt sind immer mehr Schiffe in Reichweite und die Piraten haben dann schon geschossen. Die Piraten werden immer schon dezimiert und vernichtet. War es auch schon. Und ich glaube, die haben nicht mal groß Kratzer abgekriegt. Also doch, zugegeben, ein Schiff ist auch kaputt gegangen, aber von 55 ist das ein Witz. Stimmt, ja, es fällt gar nicht auf. Ja, die Piraten in der, haben in der Formation keine wird einfach eine Lücke mehr gelassen. Ja. Von Lückenfüller finden. Ich bin mal echt gespannt. Also wir haben hier auch teilweise jetzt Regionen, die sehr interessant sind, weil hier sehr starke Konflikte ausbrechen könnten. Ich bin mal gespannt. Also bis jetzt behaken sie sich halt mehr, als dass sie offen aufeinander losgehen. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Vor allem, wenn die Grenzkonflikte halt irgendwann auch stärker werden. Also, ich finde ganz interessant, dass wir beim letzten Mal schon ganz zu Beginn eine Expansionswelle hatten, wo viele einfach expandiert sind, soweit sie konnten. Na gut, das ist der typische Start, ne?
Ja, genau. Und dann kamen die ersten Konflikte und Bündnisbildungen und so. Auch mit teilweise mit Verlusten. Und jetzt zeichnet sich, jetzt haben wir im Moment so die zweite Welle so. Jetzt haben sich Bündnisse gefunden, jetzt fangen die Leute an, innerhalb dieser Bündnisse sich zu organisieren und zu expandieren. Aber bald müssten eigentlich auch diese Bündnisse wieder Konflikte heraufbeschwören. Bleibt nicht aus, wenn man irgendwann am Rande der Möglichkeiten ist, friedlich zu expandieren, friedlich einfach das Spiel auch weiterzuführen. Ich meine, der Sinn und Zweck des Ganzen ist ja eigentlich die Siegbedingung, wenn man es ganz streng den krassen Fokus nimmt. Das ist 40% aller bewohnbaren Planeten einzunehmen, zu halten, zu kolonisieren oder zu erobern. Richtig. Das stimmt. Ich denke mal, nur keine Allianz will hier frühzeitig den Kriegsaggressor spielen. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, wenn alle eine Allianz zu groß wird, könnten sich alle anderen Allianzen einen Gegenschlag praktisch ausarbeiten. Werden sie es denn rechtzeitig merken? Das ist im Moment nämlich das größte Risiko, der Informationsfluss. Ich gucke gerade mal, wie groß so die einzelnen. Also im Moment haben wir 5 Leute in den Wieseln, 4 Leute in der Nordgalaktischen, 5 Leute in der Nordwest, 2 in der Heiligen Galaktischen Allianz, 5 im Goldkompakt und 3 graue Eminenzen. Außerdem haben wir natürlich noch einige Einzelstehende. Wir haben Prios, der noch alleine ist. Wir haben General, der noch alleine ist. Eteri, die natürlich Vasallen sind. Und dieses kleine Reich, was ich ja schon mal thematisiert habe, das hier mitten unter dem Konklave, unter der Fuchtel des Konklave entstanden ist. Wobei ich hier persönlich damit rechne, dass sie entweder ein Bündnis versuchen werden oder früher oder später sagen, naja komm, wir schicken jetzt mal eine Militärmacht dahin und holen uns das wieder. Wäre eigentlich der einfachste Weg. Weil die können sich ja nicht ausbreiten. Neue KI-Reich, neu im Faster-than-Light-Universum. Mhm. Und das wäre das Einfachste für F-Bolly, dass er einfach sagt, okay, komm, ich hol mir die jetzt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie überhaupt eine Flotte haben oder wenn dann nur ganz, ganz winzig. Na, wir können ja mal ins System hineingucken. Genau, also da. Wenn ich ins System hineingucke, dann haben sie selber, sie haben ihren Planeten. Sie haben eine 513 starke Flotte. Sie haben einen Transporter, eine Station, noch einen ein Konstruktionsschiff ist das. Und ein Forschungsschiff. Oh, also sie haben alles, was zu so einem Start dazugehört. Sie haben auch Bergbaustationen tatsächlich hier im System errichtet. Einzig und allein der Außenposten in der Mitte an der Sonne ist nicht von ihnen. Stimmt. Also die Grunde herrschen hier schon mehr oder weniger mit relativ eiserner Hand. Also sie haben auch hier in den benachbarten Systemen Bergbaustationen, aber sie haben halt nicht viel Ressourcen. Also sie haben hier in Falmir haben sie eine, in Besnar haben sie was. In Fargis. Und er hebt Schiffe aus. Er konstruiert permanent Schiffe. Eben ist wieder einer rausgeflutscht. Also ja. Ich würde sogar sagen, greift den an, bevor er zu stark wird. Ich wollte gerade meinen, also es sieht schwer danach aus, als ob der versuchen wird, das eine, was sein eigenes Reich noch. Also im Moment ist ja so, alle Bergbaustationen sind von ihm, alle Forschungsstationen sind von ihm, die innerhalb seines Reichweite. Einzig und allein der Außenposten ist nicht von ihm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er früher oder später sagt, so jetzt will ich diesen Außenposten weghaben. Und dann haben wir hier tatsächlich eine vollwertige KI sitzen. Ja. Diese Streifen täuschen darüber hinweg, dass hier eigentlich eine vollwertige KI mittendrin sitzt. Die offensichtlich auch mit keinem, obwohl, gucken wir mal gerade nach, oder ist die in einer Vereinigung? Das wäre natürlich die Erklärung. Nee, die haben nur Rivalität mit dem Konklave, die haben sonst noch nichts zu husten. Und wieder ein Schiff mehr. Also es geht schon recht schnell hier, pumpt er hier die Korvetten aus seiner Fabrik raus, aus seiner Schiffswerft. Ob die das wirklich so ignorieren? Also es wäre natürlich schwierig,
ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob, also jetzt mal unter uns, ne? Er kann das schon, wenn ich mir so angucke, er hat hier seine eigenen Flotten. Konklave der Septen hat hier schon Flotten, die es mit dieser Flotte aufnehmen könnten. Aber wenn er ihn halt weitermachen lässt, könnte er irgendwann zumindest zu einem Ärgernis werden. Stimmt, ja, was viel Zeit dann frisst und Aufmerksamkeit, dann muss er wieder den Außenposten neu bauen, was wieder Einflusspunkte kostet. Also das könnte sich alles ersparen, wenn er zumindest mal so eine, ich sag mal so 800 Stärke Flotte einfach mal in Heka parken würde. Grund ist ja egal, wo die Flotten stehen. Also, man hat ja, ist er noch Mitglied der Nordgalaktischen Allianz. Also, ja, vor allem, er könnte halt einfach diesem Reich den Krieg erklären, sagen: Ich will deine Heimatwelt und da reingehen. Oder selbst wenn du sagst, du machst nicht mal die Heimatwelt, sondern du greifst nur an, um ihn zu vasalisieren oder so. Ja. Ich weiß ja nicht. Ja, vielleicht macht er sich einfach darüber keine Gedanken. Ich meine, das war ja auch schon letzte Woche in der ersten Session. War die Situation ja schon so und vielleicht lebt er jetzt gerade damit. Ich weiß nicht, was in seinen Kopf durchgeht. Wart was ab. Also, man sieht ja auch einige Leute, die wirklich stark, also beispielsweise hier im Nordosten, in der Nähe von Taknor. Wenn du da so hinguckst, überall so kleine Kolonien von Sternenallianz der Fox, Terranischem Imperium. Hier haben sich zwei direkt nebeneinander gepflanzt. Also Ralf Feierabend hat wieder. Die Expansion schlägt schon Wurzeln. Also. Ja. Ich bin echt mal gespannt, wo das noch hinführt, weil früher oder später muss doch auch mal knallen. Ich bin gespannt, wie General Feierabend das noch lange durchhält ohne Allianz. Wenn die Kinder der Yiki sagen, okay, kommt ihr Mitglieder der grauen Eminenzen, helft mir mal hier den Nordosten unter Kontrolle zu bringen, dann sieht's um den General schlecht aus. Na ja, gut, eine Sache wird allerdings dagegen sprechen, weil die grauen Eminenzen allesamt Leute sind, die Wert darauf legen, pazifistisch zu spielen. Und ich stelle gerade fest, ich würfel mal gerade die Bündnisse neu aus. Ach so, die haben sich einfach nur umbenannt, scheinbar. Wer hat sie umbenannt? Wir haben jetzt, ich weiß nicht mehr, wie sie vorher hießen, bin ich ehrlich. Ich glaube, das waren die, Ostblock meinst du, ne? Ja, Ostblock. Also, weil das ist mir jetzt gerade neu. Ich weiß nicht, ich glaube, die hatten vorher einen anderen Namen. Ja. Also, die Bildungen fangen schon an. Also, auch hier, ich weiß nicht, ich bin echt gespannt. Sind mir jede Menge Möglichkeiten. Block, das ist ja sehr kreativ. Ja, sehr, sehr, sehr kreativ. Sind auch mit niemandem, ja, das ist die Pazifistenvereinigung hier. Aber das ist halt die Frage, ne? Ob zum Beispiel der Ostblock irgendwann sagt, so graue Eminenzen, nichts gegen euch, aber wir wollen euch zwangsintegrieren. Mhm. Könnte man auch auf dem diplomatischen Wege führen, wo man sagt, okay, wir lösen uns auf, wir kommen in eure Allianz, aber das wäre ja der langweiligste Part. Ich hoffe, dass wir da sowas nicht sehen. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit manchen dieser Spieler und ich habe die Vermutung, dass die grauen Eminenzen sich nicht so einfach dem Ostblock hingeben werden. Und auch umgekehrt nicht. Also die Allianzen, die sich jetzt gebildet haben, von denen gehe ich stark aus, dass sie schon recht konsistent sind. Ist halt die Frage, wie sich das jetzt noch weiterentwickeln wird. Naja, ich würde sagen, an der Stelle machen wir für den Part mal kurz eine Pause. Das Spiel ist auch gerade angehalten. Oh, das ist die Pinkel- und Zigarettenpause genau. In Kombination. Dann machen wir jetzt mal gerade kurz Aufnahmeschluss. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Part wieder. Und ich sag mal, bis gleich, Freunde. Halb strategisch.